Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, Wells Finest Gamer am Start. Und in diesem kurzen Informationsvideo möchte ich euch nochmal eben kurz darauf hinweisen, dass wir aktuell wieder ein Event-Wochenende haben. Genauer gesagt, das Freitag, der 13. Event-Wochenende. Dieses geht vom Freitag, den 13. bis hin zum Sonntag, den 15. November 2015. Und Leute, das ist eure letzte Chance, die ganzen Gegenstände aus dem Halloween Surprise DLC zu bekommen. Denn die ganzen Fahrzeuge, die ganzen Masken, die Taschenlampe und die Gesichtsbemalungen, diese könnt ihr euch nur noch bis Montagmorgen 8 Uhr kaufen. Also das ist jetzt eure letzte Chance, und wenn ihr diese jetzt auch an diesem Wochenende kauft, behaltet ihr die selbstverständlich auch in eurem Inventar. Außerdem gibt es bei diesem Event-Wochenende doppeltes Geld und doppelte RP auf alle Schlitzer-Missionen und auf die Event-Spieleliste, die extra für dieses Event-Wochenende jetzt herausgekommen ist. Außerdem gibt es doppelte RP in allen Landrennen an diesem Wochenende. Das heißt, in allen Autorennen, wo ihr mit dem Auto oder mit dem Motorrad durch die Gegend fahren könnt, gibt es doppelte RP. Aber das Beste, was ich finde an diesem Event-Wochenende, ist, dass es jeden Tag an diesem Event-Wochenende ein neues kostenloses T-Shirt gibt, wenn ihr euch einmal kurz in GTA Online einloggt. Gestern am Freitag, den 13., gab es das Primat-T-Shirt. Heute am Samstag, den 14. November, gibt es das Vampire am Strand-T-Shirt. Und morgen am Sonntag, den 15., gibt es das Gehirn-Graffiti-T-Shirt. Und diese sind alle im Halloween-Style und sehen auf jeden Fall richtig geil aus. Diese könnt ihr ja auch hier gerade schon im Hintergrund sehen. So Leute, das waren alle neuen Sachen, die ihr in dieser Event-Wochenende-Scheiße machen könnt. Ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus. Ich werde dieses Event-Wochenende auf jeden Fall auch einmal abchecken. Hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann geht einfach hin und verprügelt jetzt so richtig den Like-Button. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.